Al-Bayt al-Humsi. Al-Bayt al-Humsi ist eine familiäre, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtung, die sich um die Belange der Gemeinde der Menschen aus Homs kümmert. Gegründet wurde sie von einer Gruppe von Personen aus der Stadt Homs und hat zum Ziel, die Zusammenarbeit und die Bekanntschaft untereinander zu fördern durch die Organisation von regelmäßigen Treffen zu den verschiedensten Anlässen. Diese Einrichtung unterstützt seine Mitglieder in ihrer persönlichen, moralischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Und ist bestrebt, die verschiedenen Begabungen seiner Mitglieder zu entdecken, zu fördern und bereits vorhandene Fähigkeiten zu verfeinern. Ganz besonderes Augenmerk legt Al-Bayt al-Humsi auf die Betreuung der heranwachsenden Jugendlichen beider Geschlechter und ist bemüht, die brüderliche Beziehung zwischen den Jugendlichen aus Homs im Speziellen und allen Syrern im Allgemeinen zu verbessern. Darüber hinaus möchte sie Brücken der Zusammenarbeit und Wertschätzung zu den Menschen aus den übrigen arabischen Staaten sowie den Menschen aus der Türkei bauen. Zusätzlich werden, schritthaltend mit dem technischen Fortschritt, sämtliche sozialen Netzwerke und elektronische Plattformen genutzt, um Veranstaltungen, Vorträge und Unterrichtseinheiten bekannt zu machen, sodass diese für alle Muslime auf der ganzen Welt verfügbar sind. Wir hoffen und bitten Allah, uns zu helfen, dass Bayt al-Humsi seine Aufgabe in bester Art und Weise ausführt. Wir hoffen, dass Bayt al-Humsi in naher Zukunft die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Instituten und Universitäten ausbauen kann. Wir hoffen, unsere Arbeit in Zukunft auf die ganze Welt erweitern zu können und damit Geschwister aus aller Herren Länder verbinden zu können, sodass Ideen ausgetauscht werden, die Früchte tragen. Ebenso hoffen wir, dass Istanbul als Hauptsitz dieser Organisation die Rolle eines Leuchtturms übernimmt, von welchem aus durch den weltweiten Austausch Ideen und Wissen verbreitet werden. Und Allah ist der Helfer und der Führer zum geraden Weg.